Wie jeder Tag in der Praxisphase muss ich um 5 Uhr morgens aufstehen. Ist auch natürlich für einen dualen Studenten auch ungewöhnlich. Hallo, ich bin Dennis, 20 Jahre alt und mache ein duales BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Handel bei der Edeka Minden Hannover. Ja, aktuell sind wir jetzt gerade hier in Meppen bei meinem Praxisort und dort arbeite ich auch und mache meine praktische Ausbildung dort und die andere Hälfte bin ich in Berlin am Studieren an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Jetzt wird es aber langsam Zeit, wir müssen jetzt wirklich los. Ja, ursprünglich wollte ich eigentlich was ganz anderes machen. Also ich wollte in die Pflege gehen, habe auch mein Fachabitur in Schwerpunkt Pflege gemacht und war mir auch eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich auch in die Pflege gehe. Durch meinen Nebenjob bei Markov bin ich erstmal so richtig in Berührung gekommen mit dem Handel. Für mich ist der Mensch einfach immer im Fokus. Ich habe mich für das duale Studium entschieden, weil ich den Handel liebe. Jeden Morgen beginnen wir immer, die Ware auszupacken. Unser Obst und Gemüse kommt aus dem Edeka-Lager aus Wieferstede und da kriegen wir jeden Morgen frisches Obst und Gemüse. Die Überzeugung der Edeka, die Liebe zu den Lebensmitteln hier aufs Obst und Gemüse zu übertragen. Und das ist das Wichtigste. Was eigentlich dahinter steckt, ist einfach unglaublich. Das ist nicht einfach die Ware einfach im Karton ins Regal tun. Es ist vielmehr das Präsentieren, was dahinter steckt. Und das macht einfach den Job aus. Jeden Morgen, bevor die neue Ware kommt, machen wir eine frische Kontrolle. Das Obst und Gemüse wird nach deren Qualität geprüft und auch aussortiert. Früher haben wir die Lebensmittel weggeschmissen. Und mit dem Projekt Markov Meppen rettet, wollte ich dagegen was tun. Denn jeden Morgen packen wir jetzt eine Rettertüte, wo Lebensmittel, die nicht mehr so schön aussehen, trotzdem von der Qualität tipptopp sind, packen wir rein und können von den Kunden günstig erworben werden. Das ist unser neuer Kaffee Nordbohne mit unserem eigenen Logo von Markov Meppen. Ich habe den Kaffee selber organisiert, bin zum Lieferanten gefahren, habe dort verhandelt, habe dort gemeinsam mit der Marketingabteilung das Design erstellt und auch den Preis verhandelt. Und hier mit dem Foodleiter habe ich dann abgestimmt, welches Design wir nehmen wollen, welchen Preis wir anbieten sollen und natürlich auch welche Farben wir jetzt auch haben, die wir jetzt auch natürlich bestellt haben. Stören. Ja, natürlich, klar. Ich bin ein bisschen verloren und auf jeden Fall nach dem Honig. Nach dem Honig? Ja, natürlich, kommen Sie mit, klar. Haben Sie sich schon vorgestellt, was für ein Honig genau Sie wollen? Also, welche Präferenzen haben Sie? Ja, biologisch oder regional? Regional, ach, regional, dann habe ich auch was. Also, vorhin habe ich einen Meppner Honig. Gucken Sie mal, der wird sogar oben auf uns auf dem Dach geerntet. Also, es kommt immer ein Imker. Genau, oben auf dem Dach, genau. Top regional, also regionaler kann es eigentlich nicht sein. Auch gut aus, dann ja. Nehme ich den mal mit. Ja, super, bitteschön. Ne? Schönen Tag noch. Gerne, ne? Ciao. Tschüss. Das Highlight an meinem Tag sind die Kunden. Ich liebe Kommunikation und Interaktion. Jedoch muss man wissen, dass Auszubildende ein tieferes Wissen zu den einzelnen Produkten haben. Hierfür habe ich im Bereich Verwaltung ein tieferes Wissen. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Morgens arbeite ich auf der Fläche und nachmittags in der Verwaltung. Das Wissen von der Uni kann ich hier in meinem Bereich in der Verwaltung direkt umsetzen. Module oder Bereiche, gerade wie Marketing, Handelsmarketing oder Statistik, haben mir geholfen, Daten auszuwerten oder auch das Logo für die Rettertüten zu entwerfen. Um Ideen oder Projekte umzusetzen, muss man viele verschiedene Dinge beachten. Gerade jetzt am Beispiel des blauen Kassenbons habe ich Preise verglichen, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Ich habe immer Lust, neue Ideen oder neue Projekte zu starten. Und mein aktuelles Projekt ist das Azubi-Projekt. Ich bin jetzt auch gerade dabei, das Projekt zu machen und will mit dem Projekt Azubi-Workshop die neuen Azubis begrüßen. Das Ziel ist, die gesamten Informationen in eine PowerPoint zu verfassen. Und natürlich will ich damit erreichen, dass der Azubi sich ins Unternehmen verliebt. Und wenn du Bock hast und du Lust hast auf die Ausbildung oder auf das duale Studium, dann sehe ich dich ja vielleicht nächstes Jahr.